heute am Girls Day bieten österreichische Kasernen jungen Frauen die Möglichkeit, einen Eindruck vom Militärleben zu gewinnen. Seit 25 Jahren gibt es jetzt Frauen im Militär. Wie sehen Sie das persönlich als Mann? Ich war damals bei der 4. Panzergrenadierbrigade zuständig für das Projekt, wo die ersten jungen Frauen zu uns gekommen sind. Und da haben wir die ersten Erfahrungen gemacht. Okay. Ich sehe das sehr positiv. Ich habe gehört, du bist hier in der Lehre. Wie lange dauert so eine Lehre beim Bundesheer? Ich bin Luftfahrzeugtechnikerin und die Lehre dauert ca. 3,5 Jahre. Und, bist du glücklich? Bist du zufrieden? Definitiv, ja. Ist sehr abwechslungsreich und ein sehr interessanter Job. Wieso bist du da? Was findest du so spannend am Bundesheer? Mein Papa ist auch beim Bundesheer und ich bin schon früher immer Ferienlager immer dabei gewesen und immer mal mitgenommen worden und ja, finde es einfach spannend. Allgemein, wie alles funktioniert und weil es mir vielleicht als Beruf interessiert. Sie sind für die Rekrutierung zuständig. Wie läuft das so ab? Die Frauen kommen zu uns, entweder bei einem Girls Day oder melden sich telefonisch. Wir machen ein Beratungsgespräch aus in meinem Rekrutierungsbüro in Linz, in der Stellungsstraße. Dort bekommen sie alle Informationen und wenn es entspricht, die jeweilige Laufbahn, die wir erklären, dann folgt in der Regel meistens die Bewerbung. Und da gibt es eine Eignungsprüfung, die ist ja sehr anstrengend. Und gibt es da für Männer und Frauen die gleichen Kriterien? Die Kriterien für Damen sind ein bisschen niedriger als für die Herren, aber alles schaffbar. Ich habe gesehen, dass du den Verletzten besser abtransportieren hast können als ich. Bist du so stark? Also ich trainiere, ich gehe ins Fitnessstudio und mache jetzt sehr viel Kraftsport auch. Und darum hast du jetzt Interesse am Bundesheer? Ja, ich habe generell schon überlegt, ob ich mal was mache da beim Bundesheer. Auch wenn Frauen körperlich schwächer sind, aber sie sind mental und psychisch oft stark, oder? Können sie euch da stützen? Ich würde gar nicht sagen, dass sie körperlich schwächer sind. Das hängt jetzt von den Einzelpersonen ab. Ich kenne einige, die sind sicher viel größer, stärker und ausdauernder als ich. Sie sind schon länger beim Bundesheer. Mhm. Lässt sich das mit Familie und Beruf vereinbaren? Ich habe derweil noch keine Familie, aber ist in Planung. Ja. Also lässt sich schon vereinbaren. Und kann man auch gehaltsmäßig überleben? Ja, das schon. Ja, auf alle Fälle. Gibt es auch für Frauen Karrierechancen? Ja, natürlich. Gleich wie für die Männer. Von der Lehre angefangen, über die Unteroffizierslaufbahn, über eine Laufbahn in der Kaderpräsenz. Oder wenn es Richtung Studium geht, hätten wir 3 Studiengänge anzubieten. Und hier in Hörsching sage ich nur Männerdomäne von wegen. Die Männer, die springen von Flugzeugen und fliegen Hubschrauber. Kannst du das auch? Ja, ein bisschen Adrenalin, passt immer. Wenn Frauen jetzt Interesse haben, ins Bundesheer einzusteigen, an wen können sie sich wenden? Am besten, man schaut im Internet nach unter karriere.bundesheer.at. Für den beruflichen Einstieg ins Militär wünsche ich den jungen Damen viel Erfolg.